Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Was machen wir eigentlich, wenn das kein totes Meerschweinchen auf Trumps Kopf ist, sondern ein Parasit, der die Kontrolle über ihn hat? 2016. Ach, Trump wird schon nicht gewinnen. 2017. Präsident Trump wird das schon hinkriegen. Oder? 2018. Schaust du heute auch die Hungerspiele? Ich hoffe, mein Distrikt gewinnt. 50 Sicherheitsexperten der Republikanischen Partei sprachen Donald Trump die Eignung zum Präsidentenamt ab, da er unter anderem zu wenig Allgemeinwissen habe. Trump reagierte gelassen, von dieser Republikanischen Partei habe er noch nie etwas gehört. Ich habe letztens in einer Kneipe so viel Schwachsinn erzählt, 4 Amerikaner wollten mich wählen. Die AfD ist gar nicht rechts. Kevin, 23, kippt beim Joghurt mit der Ecke die große in die kleine Ecke. Bei den Präsidentschaftswahlen in den USA ist es so wie bei der Klassensprecherwahl in den Grundschulen. Alle wählen den Dümmsten, weil es lustig ist. Trump gratulierte den Briten zum Brexit. Jetzt, wo er Präsident ist, will er die Amerikaner auch über einen EU-Austritt abstimmen lassen. Donald Trump und Hillary Clinton sitzen im Flugzeug und stürzen ab. Wer überlebt? Richtig, die USA. Donald Trump, ein Mann, der nicht zwischen Nepal, Neapel und Napalm unterscheiden kann. Donald Trump ließ während einer Rede ein schreiendes Baby rauswerfen. Es hatte einfach die besseren Argumente als er. Denkst du dasselbe, was ich denke? Ja, aber wie bekommen wir Trump dazu, die Füße so lange im Beton zu lassen, bis er fest ist? IS, Donald Trump, Erdogan, Flüchtlinge, Pokémon Go. Die nächste Staffel von South Park muss geil werden. Ein Nazi-Problem definiert sich nicht in 5 Nazis, die zündeln, sondern in 500, die leise applaudieren und in 5000, die mit den Schultern zucken. Der Unterschied zwischen der Wahl des US-Präsidenten und Sex? Die Wahl zwischen Arschloch und Fotze macht beim Sex mehr Spaß. Der terrorverdächtige Syrer wurde durch einen Syrer geschnappt. Jetzt wird es aber kompliziert für den besorgten Bürger von heute. Donald Trump glaubt nicht an die Homo-Ehe. Er glaubt an die Hochzeit zwischen einem reichen alten Mann und einer jungen Frau. Der republikanische Kandidat Rick Perry hat Donald Trump mit einem Krebsgeschwür verglichen. Das ist echt unfair. Krebs kann man nämlich manchmal noch heilen. Als er seine Kandidatur ankündigte, hatte Donald Trump den Anwesenden $50 extra gezahlt. Trump witzelte, wenn ich jemanden bezahle, mich zu mögen, ist das normalerweise meine Frau. Donald Trump nannte George W. Bush den schlechtesten Präsidenten in der Geschichte der USA. Dann fügte er an, bis ich gewählt wurde. Was wird Donald Trump an seinem ersten Tag im Weißen Haus tun? Die Bibliothek im Kongress in ein Casino umwandeln. Donald Trump hat also gewonnen. In 4 Jahren sieht Amerika so aus wie in Zurück in die Zukunft 2, als Biff so erfolgreich wurde.